Was gefällt euch persönlich an dem Film? Mir gefällt die Stimmung, die er hat, die Wärme, der Humor. Mir gefallen die Kollegen, ich gucke ihnen wahnsinnig gerne zu. Ich finde es einfach wundervoll, dass er Themen des Lebens anspricht, auf die man jetzt, wo man jetzt vielleicht eher einen Bogen drumherum machen würde. Also so erstmal vom ersten Gefühl her, dass man vielleicht denkt, no, darüber reden wir jetzt nicht. So dann zack, bumm, Moment, der Bus stoppt, wir steigen alle hier aus. Es gibt eine Begehung von dem und dem Thema irgendwie. Also ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Und dann wird es auch nicht nur kurz berührt, sondern Till, wie wir ihn kennen und lieben, geht da mitten rein. Ja? Und also auch in die Abgründe und natürlich auch Höhen der menschlichen Physis gerne, auch von Beziehungen. Und er kennt ja auch, was ich auch geil finde, überhaupt keine Grenzen mit dem Humor. Ja? Und deswegen liebe ich das sehr, weil hier kommt keiner und sagt, Moment, das können wir nicht machen, doch er macht es immer. Und so konsequent und so leidenschaftlich, dass ich auch sage, dass ich das an diesem Film, dass ich das sehr, 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 sehr liebe. Linda, Schatz, ich verspreche dir, es wird alles gut. So schön wird dich nie wieder jemand heiraten. Und was ist, wenn irgendwas schiefläuft? Was soll schieflaufen? Nehmt euch doch einfach noch ein Stück von der Hochzeitstorte. Ich muss auch sagen, ich habe teilweise Tränen gelacht, weil da ein paar Situationen waren, da konnte ich selber auch nicht mehr. Ne? Unter anderem, ich will auch nicht spoilern, aber da gab es diese Situation, da hast du deiner Spielpartnerin einfach ins Gesicht gefasst. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ja, ja. Und, das werde ich jetzt öfter machen. Also das ist ja ein super Feedback. Einfach mal direkt ins Gesicht fassen. Also ja. Naja, nee, aber einfach so, näher herstellen. So wie Milan es macht, ist es aber auch schon so. Weißt du, ich meine, es ist. Du kannst mit einem kleinen Finger zucken, da ist bei mich schon geschehen. Aber ja, ja, genau, das ist schön, gell, wenn er mir dann sowas macht. Beneidenswert. Danke. Wie ist das eigentlich? Also ihr habt da natürlich dieses Drehbuch. Wie frei seid ihr da? Also was den Humor auch angeht, der muss euch ja auch liegen. Freiheit ist immer erstmal die Freiheit des Andersdenkenden, ne? Hat, glaube ich, Rosa Luxemburg gesagt? Nee. Kann gut sein, es klingt. Oder Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit? Irgendwie sowas. Naja, erstmal ist da ein Buch und dann gibt es einen Regisseur und dann gibt es die eigene Fantasie. Und da wird dann irgendwie die Freiheit markiert. So, da drin. Und da drin ist man frei. Gut, bei dem Thema Humor ist es ja natürlich immer ein bisschen schwierig. Müsste man jetzt mit Untertitel eventuell noch erklären. Nee, aber, gar nicht. Ja. Ach, Humor, nee, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Also, wie war die Frage? Ich glaube, dass die Dialoge sind schon so geschrieben. Da wird jetzt nicht wie wild rum improvisiert. Nee. Oder improvisierst du wie wild rum? Nee. Nein, eigentlich nicht, sonst kriegt man dann auch gleich direkt eins aufs Maul. Also es ist jetzt so, dass das schon auch so gespielt wird. Ich muss immer sagen, ich brauche immer ein bisschen, weil ich, ich weiß auch nicht, also es fällt mir gar nicht so leicht. Ich brauche immer so ein paar Stunden, vielleicht sogar Tage, ich hoffe nicht Wochen, weil dann ist der Film vorbei, bis ich dann auch so wieder das so, diese Art zu spielen und diese Art Humor kann man auch vielleicht sagen, bis ich mir denke, okay. Und dann macht es unglaublich viel Spaß, weil du selber mal einfach was ausprobierst und es ist so überhaupt nicht lustig, ja. Und es lässt dich Till innerhalb von Sekunden spüren, dass er das so scheiße findet. Und dann kommt aber was anderes und plötzlich wächst was und dann denke ich mir so, ui. Und es entsteht aus dem Moment raus und du hast nie im Leben drüber nachgedacht, dass du jemals sowas tun würdest. Deswegen, meine ich ja, jeder hat so andere Vorstellungen. Ne? Und dafür ist es natürlich gut, dass es ein Buch gibt, erstmal, wo Dialoge drinstehen. Und dass jemand Regie führt. Dass Till eben sagt. Das ist nicht schlecht bei dem Film. Ja, das finde ich gut. Das nicht. Das machen wir lieber so und so. Aber er reagiert ja auch auf das, was wir anbieten, was wir da machen. Ne? Ich habe mit Torben geschlafen. Sie hat mit Torben geschlafen? Du bist doch gar nicht der Typ, der mit irgendjemandem schläft. Ich weiß. Torben hat die Hätte gerumst? Das war schon eine Weile her. Du hast es die ganze Zeit gewusst und hast nichts gesagt? Alter, wenn mein Haus brennt, dann möchte ich ja nicht auch hören, dass gerade jemand meine Katze erschossen hat. Ich bin eine Schlampe. Nein, du bist keine Schlampe. Du bist ein Opfer der Umstände. Genau. Und wir leben ja auch nicht mehr im Mittelalter, wo man eine Hure wie dich geteert und gefedert und aufs Schandrad gespannt hätte. Die Hochzeit soll ja immer der schönste Tag im Leben sein. Und der soll ja mal ganz, ganz perfekt sein. Wie war es eigentlich bei dir? Also mein Leben ist ja noch nicht vorbei, deswegen weiß ich nicht, ob das der schönste Tag meines Lebens gewesen sein wird. Und bis jetzt? Kann ich dann bis jetzt? Also für mich ist jeder Tag der schönste des Lebens, weil er noch ein
Geschenk dazu ist, sozusagen. Heute ist mein schönster Tag des Lebens. Es gibt ja bei Winnie Pooh gibt es ja den schönen Satz, welcher Tag ist denn jetzt? Und dann sagt Ferkel heute. Und dann sagt Pooh, oh, mein Lieblingstag. Ne? Ach, und ja. Und so viel dazu Gegenwärtigkeit. Ich mag nicht so, so Sachen so eingrenzen. Das ist der perfekte Tag oder das ist der schönste Tag im Leben. Dann, wenn man sagt, das ist der schönste Tag im Leben, dann werden ja alle anderen Tage alle Scheiß. Nur noch kacke. Also was ist denn das für ein bescheuerter Spruch? Die Hochzeit war schön und der Rest war dann scheiße oder was? Also was ist denn das für eine Ehe auch? Und der Perfekt, also mit Perfektionismus kann ich sowieso gar nichts anfangen. Vor 25 Jahren, Schatz, war es der schönste ja, Tag ja, mit ja, dir. Genau. Und danach ging es Steinberg. Sorry, aber was ist das für ein Mist, ja? Und Perfektionismus ist eh langweilig, ne? Das, woran wir uns erinnern, sind immer die Fehler. Das ist schön, ja. Ich kann ja stundenlang zuhören, weil es ist wunderbar, ja. Weil das ist richtig. Und auf der Hochzeit passiert ja auch der ein oder andere ganz kleinere Fehler und deswegen. Klar, deswegen ist es so schön, deswegen bleibt es im Gedächtnis. Wie die Erde um die Sonne kreist, kreise ich um dich. Du lässt mich wachsen. Ohne dich kann ich nicht sein. Was ist das? Mein Eheversprechen. Was für ein Witz. Das ist ein Eheversprechen? So lang? Sag jetzt nicht, dass du noch nicht dein Eheversprechen geschrieben hast. Ich dachte, ich sag einfach nur ja. Einfach nur ja? Linda, ich werde an deiner Seite sein in Armut, Krankheit und Scheitern. In Not und in Kriegszeiten, in Flucht und Vertreibung und in größtem Elend, bis das der Tod uns erlöst. Was meint ihr? Bisschen düster vielleicht. Also ich find's realistisch. Das geht auf jeden Fall. Also das zählt nicht mit. Nee, auf keinen Fall. Die eine Minute jetzt, die jetzt geht drauf. Genau. Ja. Warte, ich muss das zumachen hier. Warte. Anderthalb Minuten. Er muss noch die Pfandflasche abgeben und dann können wir weiter. Auf jeden Fall. Ja. Wo du gerade die Flasche in der Hand hast. Also, ah. Ich war. Super Überleitung. Apropos Flasche, sag mal, wie geht's dir so? Lieber eine Flasche Bier als Freund, als eine Flasche als Freund. Ja. Ihr habt den Film ja auch schon gesehen, ne? Ja. Gehe ich von aus. Ich war beim Family and Friends Screening und da gab es so eine Szene, es gab mehrere Szenen. Da musste ich halt, am Anfang dachte ich so, meint ihr das ernst? Und irgendwann dachte ich, das meint ihr wirklich ernst? Und dann fand ich es nur noch witzig. Product Placement in diesem Film. Und da gab es diese Szene, hattest du diese Bierflasche in der Hand. Ja. Oh, das ist ein wirklich gutes Bier. Mhm. Wie war das eigentlich beim Dreh? Genau so. Genau so, das war dann halt wirklich, ich habe dieses Bier, wir drehen es jetzt gleich beim... Was ist jetzt die Frage, hinter der Frage eigentlich? Nein, es hat mich nur gerade, also ich fand es halt einfach nur wahnsinnig witzig, dass es da halt sehr, sehr oft passiert ist in dem Film. Ja, ich meine, das ist ja sein gutes Recht. Es sind ja seine Produkte, ist Tills Firma und wenn er Filme macht, also platziert er das da halt. Das ist ja nicht beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo dir das alles verboten wird. So, warum nicht? Und fantastisch. Ja, der Wein ist fantastisch und er macht uns ein Geschenk, indem er uns so tolle Rollen schreibt. Dann trinken wir auch sein Bier, oder? Dass wir in dem Film mitspielen können, dass wir gut bezahlt werden dann kann man auch mal was zurückgeben. Warum nicht? Also dann unterstütze ich ihn da gerne in seinem Unternehmen. Ach, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde, wenn wir jetzt irgend sowas machen würden, warum denn nicht? Ich finde, das ist auch so, wenn die Frage darauf überhaupt abgezielt hat, aber ich nehme mal an, dann ist es eben so, ne? Also wenn du jetzt heute irgendwie so ein Imperium hast, dann kannst du da deine Getränke, die auch noch so verdammt gut schmecken, da schon auch mit reinstellen. Und weißt du, ich fand es überhaupt nicht negativ, ich fand es nur witzig. Ich finde aber trotzdem gut, dass man darüber spricht mal, weil Till ist wirklich so ein großzügiger Mensch und der verschenkt so viel, dass man da echt auch mit so kleinen Gesten auch was durchaus was zurückgeben kann. Ich fand, in dem Film hat es halt auch etwas von Selbstironie. Das ist mir irgendwann aufgefallen. Und die das Mädels kann schon in, sein. Ja, ja, also auf ja, jeden das wäre komisch, wenn man jetzt also das so wirklich so also das den Sinn dahinter nicht verstehen würde und den nicht auch mitliefern würde, das wäre schon komisch. Ja. Denk doch einfach dran, wie es dir ging, bevor ihr euch verliebt habt. Dann denk dran, wie es dir jetzt geht und alles, was dazugekommen ist. Das ist der Grund, wieso du für immer mit ihr zusammen sein möchtest. 1.000 Euro vermasselt. Viel. Wie siehst denn du aus? Naja, dein Kleid habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Was habe ich gesagt? Abwarten.
Was bedeutet Film für euch? Also ich liebe Filme. Ich gucke wahnsinnig gerne tolle Filme. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das irgendwann in mein Leben gekommen ist, dass ich neben dem Theater auch im Film spielen kann. Ja, und ich finde einfach Filme gucken auch. Also Filme gucken ist, wie wenn man sich so, glaube ich, auf den Mond schießt und wirklich so einen Planeten erforscht, dessen Boden man noch nie betreten hat. Und es kann so inspirierend sein und einen so wegreißen und einen so berühren und kann lebensverändernd sein. Und mitzuspielen ist wirklich das größte Glück, weil man alle Wesen, die man so in sich wohnen hat, irgendwann mal das Tageslicht erblicken dürfen. Und das ist schon ganz... Kennst du das, wenn man aus dem Kino geht und man fand den Film so toll, man geht dann so wie die Hauptfigur so irgendwie und so und man nimmt das noch so mit? Kennst du das? Bestimmt, ja, ja. Also mir ging es nach Joker ging es mir zum Beispiel so. Bin ich aus dem Kino getänzelt und wollte die Weltherrschaft antreten. Ja, das würde ich dir zutrauen, ja. Ja, ich meine, das würde ich mir für unseren Film natürlich auch wünschen, ne? dass die Leute so, ja, in die nächste Torte greifen und die dem... Ja, dass man sich ab und zu mal eine Torte ins Gesicht drückt, ist das eine. Und dass man aber auch sozusagen so diesen Spaß, also dass egal was passiert, dass man einfach zusammenhält, dass man einfach sagt, okay, es gibt so ein schönes Sprichwort irgendwie, es ist nichts so schlimm, dass es nicht für irgendwas gut wäre. Und das ist so im Leben, es passiert nicht, das Leben ist nicht gegen uns, das Leben ist absolut für uns. Und egal was uns begegnet, ja, wir können darauf vertrauen. Und alles, was dann folgt, wird ein Abenteuer. Und so ist der Film. Die Menschen sind nicht lebensfeindlich. Die Eastside Mall ist lebensfeindlich. Einkaufszentren sind lebensfeindlich. Ja.